So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel von mir. Quantum Break ist schon ein bisschen älter, ist aber mehr oder weniger ein bisschen später aus Steam erschienen und dachte mir, okay, pass auf, guckst einfach mal an, kaufst es dir. Das Spiel braucht 70 GB zum Runterladen, wird aber ordentlich dann kompensiert auf 36 GB durch Steam. Und ist damals im Windows Shop erschienen. Wie gesagt, wir haben es aber auf Steam besorgt. Und mal gucken. Das Spiel soll von der Story her ein echtes Brett sein. Es wurden auch richtige Realaufnahmen für das Spiel verwendet. Eine richtige Fernsehserie mit richtigen Schauspielern, die ihr auch alle kennt, wenn ihr ab und zu Serien schaut. Wie zum Beispiel von Lost oder von, keine Ahnung. Und wir machen jetzt genauso weiter. So, pass ich könnte einmal das Logo auf der linken Seite verschwinden, der rechten Seite noch sichtbar ist. Was für ein Logo. Ah ja. So. Bei uns gerade draußen ein bisschen hell, scheint die Sonne. Genau, und das Spiel soll halt ein richtiges Storybrett sein. Soll auch ziemlich gut aussehen. Mal gucken hier. Genmodus, bla 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 bla, wird, denke ich mal, alles erklärt. Machen erstmal die Anzeige. Ultra läuft. Hier machen wir auf WQHD. Vollbildmodus, G-Sync mache ich aus. Ich habe einen V-Sync mache ich aus, weil ich habe einen G-Sync Monitor. 30 FPS Sperre. Pff, als ob. Untertitel mache ich mal ein. Mit nur, falls wir mal was sehen können. So, und dann lasst uns mal beginnen. Die Zeit ist Todesursache Nummer eins. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen, ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Moment. Jedes Mal das gleiche in jedem Spiel. Die Maus ist mir einfach ein bisschen schnell. Moment, mal gucken, ob ich das irgendwo... Tut mir leid. Ob ich irgendwo umschalten kann. Auch nicht schlecht. Waffenstellung, Schießen, Zeitkräfte, Spiel vielleicht. Ah, hier. Nochmal 30%. Geht's schon besser? Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind.
kräftig da drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Tolle Demo. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Hey, hier ist Bobby Redford am Ende seiner Nachtschicht. Wie geht es Ihnen? Schatz, können wir jetzt nach Hause? Lass gut sein für heute. Es ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Paul war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Da lang. Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch Sorgen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, Ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten. Es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Schockierend. Okay, Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Na los, komm doch einfach zum Punkt. Du hast dich kein Stück verändert. Willkommen zum Projekt Promenade. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Jack, du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht.
Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet. Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Kein Ding. Also, was ist das hier? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kronanleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Da wird nur die Kronon-Leitung initiiert. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messwerte sind stabil. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen. Hier entlang. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch? Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir's raus. 3, 2, 1. Jack! Was denn? Du hast nicht null gesagt. Mann, wir müssen uns auf ein paar Regeln einigen. Okay, du drehst den Schlüssel, ich mache mit. Wie schon gesagt, das wird ein sehr großes Storybrett werden. Hab eigentlich drüber gelesen. Sie reden hier auch sehr viel, deswegen werde ich hier genauso wenig quatschen wie im Prey. Mal gucken, was abgeht. Das muss reichen. Verdammt, Paul! Was ist der das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Warte mal. Irgendwas nervt mich hier. Wo haben wir denn dieses... Ich mach erstmal aus, den Quatsch brauche ich nicht. Filmkörnung mache ich auch aus. Denn? Nö. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. Na dann, lieber du als ich. 2 Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Paul, was? Wie? Keine...
Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig? Jetzt gibt es dich zweimal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine, was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen. Unheil warnen, Krankheiten heilen, bevor sie sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja, ja, natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Was tust du da? Oh nein. Jack. Will. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Nein, 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 halt ihn halt's auf! Maul. Er beschädigt warte, den Kern! Jetzt, warte mal! Wir können es nicht abschalten, Paul ist noch da drin! Will. Halt's Maul! Sieh halt's Maul! An. Sieh mich an! Nimm die Waffe runter, dann reden wir, okay? Dafür ist keine Zeit! Du denkst nicht klar! Nimm die Waffe runter! Heilige Scheiße, Will. Die Zeit wird enden! Jack, bitte vertrau mir. Sonst was? Halt ihn auf! Nein, ich hol dich da raus! Oh Gott, oh nein! Nein, 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 nein! Raus, kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. Was sollte nicht passieren? Was zur Hölle ist das? Es hätte funktionieren müssen, Jack. Wir haben die Zeit zerbrochen. Was zur Hölle? Das ist verrückt. Will! Will! Komm schon. Jack. Hey, Will. Der Nullzustand. Was haben wir getan? Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hatte. Die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Es ist zu spät. Jetzt komm! Klemmt! Das sollte nicht passieren! Die Zahlen sind doch... Die Anomalie ist kollabiert. Jack!
nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Komm! Wir können durch die Luke fliehen, durch die ich gekommen bin! Ich wollte Paul nicht im Stich lassen. Aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Jack! Hier rein! Schnell! Er ist hier! Feuer frei! Bis zur Hölle! Schnell! Hier entlang! Jack, deine Hände. Wir müssen weiter. Nein! Was ist? Los. Hier lang. Weiter. Das war das erste Mal, dass sich meine Kräfte bemerkbar machten. Ein unkontrollierbarer Energieschub, der Will gerettet hat. Jack, weil du so nah am Impuls warst, muss er deine Verbindung mit dem Kronon-Feld verändert Will. Haben. Was ich da eben getan habe. Was zum Teufel ist hier los? Das versuche ich dir gerade zu erklären. Aber nicht so, dass ich es verstehe. Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Was? Wieso geht es denn jetzt um Eier? In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und die Tür. Was? Verschlossen. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Das hat nichts gebracht. Geh zur Seite. Ich krieg sie schon auf. HQ, sichere Server. Will? Da sind noch mehr. Versteck dich! Haltet die Augen auf. Könnte sein, dass sie hier entlang sind. Sie kommen! Hier rein! Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind. Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Das anerkannte Symbol für Hals, Maul und hör mir zu. Wie immer, ganz logisch. Psst. Du. Nein, was denn? Ich weiß nicht. Ist alles in Ordnung? Sicher, dass er nicht wieder rauf ins Labor ist? Vielleicht ist er zurück und hat versucht, mit dem Servicelift zu entkommen. Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Lauten alle Ausgänge zu. Warum bist du überhaupt hier? Das ist im Moment deine größte Sorge? Paul bat mich, dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos? Verstehst du überhaupt? Kümmere mich drum. Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich dahinter kriechen. Scheiße! Raider-Team, Sichtkontakt. Ziel verlässt den Servicelift. Du hast gehört, los. Du kennst die Zusammenhänge überhaupt nicht, Jack. Du warst nicht hier. In 6 Jahren ist viel passiert. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich. Glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es tut mir leid. Ah. Also man sieht schon, es gibt sehr, sehr viele Dialoge. Und ich kann euch nur versprechen, das wird später noch richtig krass werden. Hier lang. Wie schon gesagt, es gibt noch richtige gedrehte Live-Action-Serien dazu, die auch hier im Spiel drin vorkommen. Der Riss in der Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Wie? Als erstes müssen wir zu meinem Wagen.
Mach du das mit der Tür. Wenn wir uns den hier genau angucken, kennen wir den eigentlich auch her. Ah, von Lost. Also ich kenne ihn von Lost her. Ich kenne jetzt seinen Namen nicht. Und der hat auch bei Herr der Ringe mitgespielt. Will, runter! Oh Gott! Sie ist bewaffnet. Eröffne Feuer! Wir sitzen fest! Ich auch schon beim Merken. Himmel! Los, los, los! Ergib dich! Du. Will, bleib unten! Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war... Ich weiß. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe schon mal eine Knarre benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da ist der Lift zur Lobby. Warte! Er kommt runter! Versteck dich! Nicht schon wieder. Los, 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 los. Das schaffst du. Das schaffst du. Wo sind die anderen? Das gefällt mir nicht. Du hast die Schüsse gehört. Ist das schief gegangen? Ja, schaltet ihn aus! Was? Klar. Die Typen tragen Monarch-Uniform. Ja, mein Aiming, ne? Super. Die Zeit spielt wieder verrückt. Ach was. Wir müssen los. Raider-Team. Sind Jack und William Joyce in Gewahrsam? Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine her. Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Guck mal, was hinten noch irgendwas gibt. Jack, hier rein. Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Ich muss... Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also, erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut, vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen, auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anomalie! Sie hatte recht. Mit dem Riss. Mit allem. Cool. Wo steht dein Wagen? Hier entlang. Sieh dir das an, sie ist völlig fest. Was machst du? Sie soll sich bewegen. Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronenpartikeln zu tun. Schau sie dir an. Das ist eine verdammte Invasion.
Was machen sie? Und warum? Sie schnappen sich alle. Alle Zeugen, die von ihren Unternehmungen wissen. Parkplatz gelangt. Du sagtest, du wärst darauf vorbereitet. Woher wusstest du, dass es passieren würde? Beth Wilder. Es ist kompliziert. Ich erkläre es im Auto. Durch diese Tür. Ali ist kollabiert. Für den Moment. Oh nein, nein, mein Wagen. Sie bewachen den Parkplatz. Oh Gott, das ist... Okay, Will. Beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum. Ich werde mich durchkämpfen. Ich hol das Auto her. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein, bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Hier, die Schlüssel. Hey, Jack. Sei vorsichtig. Ja, okay. Werde ich. Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen, Warnungen und auch Echos aus der Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual erhalten. Da wir schon mal hier sind, sollen wir den Wagen von William Joyce finden. Gibt's ein Kennzeichen? Sie arbeiten dran. Wahrscheinlich irgendein Schwachsinn wie Xenon oder Neutron. Direkter Beschuss! Verdammt nochmal in Thailand sein. Sieben Parkplätze zur Auswahl und du musstest den hier nehmen. Okay, wo ist dein Auto, Will? Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen, wie Will in die Universität gekommen ist. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Das... Ich sehe die Vergangenheit. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Na bitte. Etwas hatte sich verändert. Ich konnte die Hand ausstrecken und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Bleib von mir! Du weißt nicht, was du tust! Will! Oh, fuck! Sie kommt von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss zu ihm. Und zwar schnell. Sich gepackt! Wenn ihm was angetan haben! What the fuck?
von diesen Arschlöchern gibt's hier. Änderung. Scheiß auf das Auto. Ich muss zu Will. Er ist in Gefahr. Du bist Jack Joyce. Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das erste Mal, dass sie Beth Wilder sahen? Ja, aber sicher nicht das erste Mal, dass sie mich sah. Will! Will! Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Sollen William Joyce Leben fangen, wenn er sich nicht wehrt? Bitte, lasst mich gehen! Ich kann. Halt die Fresse! Halt einfach die Klappe, okay? Der Boss will, dass wir ihn in die Bücherei bringen. Er will sich persönlich um ihn kümmern. Will. Scheiße! Granate! Endet vor, das dürfte überhaupt nicht sein. Nein! Ich bin leer! Wir sind hier überlegen! Okay, das war jetzt scheiße. Er will sich persönlich um ihn kümmern. Fuck! Scheiße! Scheiße! Meldet vor, das ist falsch gesichtet! Ich erhalte Meldungen von Schaden in der Tiefgarage. Granate geworfen! Du hast das so gewollt. Was zum Teufel ist da drin los? Wir gehen heute los! Los sein! Ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Weiter geht's, Jack. Es macht keinen Sinn, das Arschloch in die Bibliothek zu schleifen. Der Lufttransport wurde bereits eingeleitet. Wir sollten schon weg sein. Lufttransport. Die Zeitmaschine. Ihr nehmt die Zeitmaschine? Hey, ich sagte, halt die Fresse. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige.
ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den... Es ist Joyce! Mist. Okay, ich muss zur Bibliothek. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Ja, ist doch gut. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Wo kam das her? Bin wohl nicht der Einzige, der einen Groll hegt. Aber wie es scheint, haben die Anti-Monarch-Proteste an der Riverford-Universität eine wirklich üble Wendung genommen. Ich weiß nicht genau. Vielleicht hier hoch? Könnte ein Weg nach oben sein. Dafür ist keine Zeit. Ah, ich verstehe. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Was zum Teufel ist hier los? HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Ich frage mich, wo der Bruder ist. Wartet mit einem Nottrupp auf die Ankunft von Monarch Actual. Feind gesichtet! Die Bibliothek fliegt in die Luft? Jetzt?
abschalten! Halt Gesichte! Nicht Bist du okay? Definiere okay. Dir geht's gut. Es gibt einen Haufen neuer kranker Scheiße, die du mir erklären musst. Hol mich zuerst hier raus. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack! Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kauf dir eine neue, ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Und das konntest du mir nicht früher sagen? Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Du schaffst es nur, am Leben zu bleiben. Das gehört zu der kranken Scheiße, die du mir erklären musst. Hast du Theorien zur Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren? Nein. Dann wär's aber Zeit für eine... Warum schießen die immer noch? Die wollten uns doch... Ein bisschen Hilfe? Wir müssen meine Aktentasche holen. Und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich hab dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Na los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Jack! Jack, wir müssen los. Warte. Tut mir leid, Jack. Nein! Paul, was ist mit dir? Was tust du da? Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft, ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du, das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Oder klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Auslösen. Ich hab das nicht gewollt. Nein! Sie gehen nirgendwo hin.
Mein Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen konnte. Ich war immer der Mission verschrieben. Verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem. Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Ich werde herausfinden, wer das war. Finden Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr. Wie Sie wissen, hat Jacks Einmischung zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen, aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen und sie könnte sich gegen Monarch wenden. So, ab hier mache ich Schluss und wir machen damit den nächsten Part weiter. Wie schon gesagt, ich kann hier ebenfalls nicht viel reden. Ihr merkt, sehr viel Story, es kommt sehr viel auf einen zu. Wir haben schon den zweiten Charakter hier gespielt. Wir spielen ihn gerade. Dann mache ich dann auch dann direkt hier weiter. Und vielen Dank fürs Zusehen.